Ich komme gerade vom Salzburgring, wo ich mit einem Porsche GT3 RS gefahren bin. Damit habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt, da ich schon immer mal mit dem Rennauto auf der Rennstrecke fahren wollte. In diesem Video erfährst du, was das Erlebnis tatsächlich gekostet hat, da noch einige Kosten dazugekommen sind und bekommst natürlich einige Fahreindrücke. Viel Spaß beim Video! Herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek und in diesem Video geht es um mein Rennstreckenerlebnis. Ich habe das Erlebnis für 704 Euro kaufen können, obwohl es 919 Euro kostet. Wie ich das geschafft habe, habe ich bereits in einem Video gezeigt. Dieses Video verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wie ist das Ganze jetzt abgelaufen? Mein Vater hat mich zum Salzburgring gefahren, da habe ich auch schon mal ein bisschen was gespart. Danke, Papa. Und dann haben wir die Box recht schnell gefunden, würde ich sagen. Und da bin ich halt hin, habe meinen Gutschein abgegeben, die Covid-19 Selbstauskunft und dann kamen noch ein paar Fragen auf. Ich hatte selber keinen Helm gehabt, deswegen habe ich den Leihhelm in Anspruch genommen und dafür habe ich mir schon eine Sturmmaske mitgenommen. Wenn ich keine hätte, hätte ich die für 3,50 € kaufen müssen. Und dann wusste ich auch noch, dass man Handschuhe braucht, nur ich habe nicht gewusst, welche man genau braucht und habe halt keine mitgenommen und habe eben dann nochmal welche für 3,50 € vor Ort welche kaufen müssen. Und dann kam die wichtigste Frage, ob man eine Videoaufzeichnung haben will von der Fahrt. Die kostet satte 50 Euro, hat man einen USB-Stick bekommen. Der wurde im Auto angeschlossen und da wurde mit zwei Kameras aufgezeichnet, beziehungsweise mit drei, wo auch der Tacho mit drauf ist. Da werden wir eh gleich ein paar Videos sehen. Und das heißt, meine Kosten wurden praktisch um 53,50 € gesteigert. Also bin ich bei knappen 760 Euro, was eigentlich ganz okay ist. Dann kommen wir mal zum Rennablauf. Ich bin zuerst als Beifahrer eingestiegen und dann gab es schon die ersten Schwierigkeiten mit dem Aufnahmegerät. Zum Glück haben es nach 10 Minuten das Aufnahmegerät zum Laufen gebracht und ich habe meine Aufnahmen bekommen. Ansonsten wäre es echt ärgerlich, für so einen hohen Preis keine Aufnahmen zu bekommen. Und dann ging es los. Der Rennfahrer ist die ersten zwei Runden gefahren und ich war eben Beifahrer. Da habe ich wieder gemerkt, wie schlecht ich als Beifahrer bin und habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt und war dann froh, wie ich endlich ans Steuer durfte. Und bin dann 8 Runden gefahren, hatte richtig viel Spaß beim Beschleunigen, beim Kurvenfahren und natürlich auch beim Bremsen. Habe mich selbst überrascht, wie stark der bremst. Also es war auch ein geiles Gefühl, wenn man auf der Bremse ist und er verzögert richtig gut. Also es war echt eine super Sache. In der vorletzten Kurve, in der letzten Runde ist noch Folgendes passiert, dass ich gefahren bin und hinter mir auf einmal einer aufgetaucht ist, beziehungsweise neben mir. Und ich wollte nach rechts ziehen und dieser war eben genau an der rechten Stelle. Zum Glück hat mir mein Beifahrer Bescheid gesagt, dass einer da ist und der andere hat auch gut reagiert und es ist nichts passiert. Wenn was passiert wäre, hätte ich eine Selbstbeteiligung von satten 5.000 Euro. Es gibt auch einige andere Erlebnisse, wo man 10.000 Euro hat. Also das wäre dann echt richtig teuer gewesen. Aber gut, ist nichts passiert, da habe ich Glück gehabt. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei den Fahrbildern.
Ich hatte einen großen Wunsch und konnte mir ihn erkaufen. Wenn du auch einen Wunsch hast, den du dir kaufen kannst, dann schau dir am besten dieses Video an. Da gibt es die Erlebnisse wesentlich günstiger. Mein bestes Ergebnis war bis jetzt 50% Rabatt, was enorm viel ist. Besser verzichte ich auf irgendwelche Konsumausgaben, die nicht nötig sind, meiner Meinung nach, und habe dafür ein Erlebnis, was ich mir von Herzen gewünscht habe. Wenn das Video dir gefallen hat, dann lass mir gern ein Like da. Für mehr Geld und Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber immer dran denken, machen ist wie wollen, nur krasser.